Und ja, ich fange einfach direkt nochmal mit der 1. Wimpern so verlängert, so als das, als ob die, na, ich am besten sein. Ich habe sehr lange nach einer Klinge. Ich habe, ich wirklich gerade stehen würde dafür und. Hallo meine Hübschen, heute habe ich für euch meine Januar-Favoriten. Ich weiß, ich bin etwas spät dran und ich habe sehr lange keine Favoriten mehr gedreht, aber das liegt einfach daran, dass ich, meine Favoriten ändern sich einfach manchmal gar nicht und ich kann ja auch nicht wirklich jeden Monat über dasselbe reden und ja, wenn ich halt bei einem Produkt bleibe, dann bleibe ich auch wirklich dabei. Aber diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, habe ich neue Produkte dazu gewonnen und ganz tolle neue Sachen entdeckt für mich und von denen ich einfach super begeistert bin und die tagtäglich benutze. Also, und auf Instagram poste ich ja auch öfters mal so mein Make-up of the Day und zeige euch die Produkte, die ich verwende und ein paar Mal sind ein paar Produkte, also ein paar Produkte sind ein paar Mal öfters aufgetreten. So ist es, glaube ich, richtig. Und bevor ich es noch wieder vergesse, ich vergesse es irgendwie jedes Mal, gibt es ein Starbucks-Getränk, das ihr mir empfehlen könntet? Ich bin ja eigentlich immer nur am Chai-Tea-Latte trinken mit Sojamilch, das trinke ich sehr gerne, oder nur ein Chai-Latte, aber ich teste irgendwie nie was anderes. Wenn es etwas anderes gibt, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und ich fange an mit der Nummer 1. Und zwar ist es die They Are Real Benefit Mascara. Wenn es eine Mascara gibt, die euch wirklich diesen falschen Wimpern-Effekt verleiht, dann ist es diese Mascara. Was komisch ist, immer wenn ich falsche Wimpern trage, dann heißt es, sind das deine echten Wimpern? Oder wenn ich mal diese Mascara trage, dann heißt es, hast du falsche Wimpern drauf? Das ist manchmal echt verrückt. Aber diese Mascara, die verlängert nicht nur eure Wimpern, weil die Bürste an sich sehr hart ist. Die Borsten auch. Und was super ist, sie hat eine Abrundung, an der, also an der oberen Abrundung, sind auch die Borsten dran. Das heißt, ihr habt eine Bürste, die voller Borsten ist. Und die bürstet wirklich eure Wimpern durch, trägt die Mascara wirklich auf jede einzelne Wimpern auf. Und ich kann sie euch nur empfehlen. Die ist so genial. Ich weiß nicht mal, wie viel die gekostet hat. 32 Euro, 25 Euro. Aber es lohnt sich und es ist mir wert. Es ist mir definitiv wert, diese Mascara zu kaufen. Und ich kann sie euch nur ans Herz legen. Das ist die beste überhaupt. Also ich werde nicht mehr wechseln von der Mascara. Ihr wisst vielleicht, meine Haut tendiert zu Neurodermitis. Ich habe immer Ausschläge. Oh mein Gott. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm es ist, wenn man Ausschläge auf dem Augenlid hat. Dann ist euer Augenlid geschwollen. Das hat eine falsche Falte. Ihr könnt eure Augen nicht schminken. Ich habe dann auch hier im Halsbereich immer Rötungen, Ausschläge und dann juckt es extremst. Ich habe sehr, sehr lange nach einer Creme gesucht, wie gesagt, und ich bin auf eine sehr hochwertige Creme gestoßen und die wirklich im High-End-Bereich ist, und zwar ist es die La Mer Creme. Die La Mer Creme habe ich ausgiebig getestet, wirklich. Ich habe immer wieder so kleine Tester bekommen. Ich wollte wirklich sicher gehen, dass diese Investition sich auch lohnt. Aber als ich gesehen habe, also wie ihr vielleicht beim letzten Video gesehen habt oder vorletzten, ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich Rötungen hatte an Augenlidern, am Hals, ich hatte auch im Nacken und so weiter und so fort. Und als ich diese Creme aufgetragen habe zum Test, waren nach 2 Tagen diese Rötungen weg. Also war das für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, diese Investition lohnt sich für mich. Ich habe keine Ausschläge mehr, meine Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt, sie spannt nicht mehr, sie ist rein und ich habe keinerlei Probleme mehr mit meiner Haut. Wirklich keine Probleme. Es ist egal, wo ich sie auftrage, es kann am Körper sein, die Creme. Sie ist jetzt nicht wirklich so eine behandelnde Creme, so eine Arzneicreme, aber für mich ist es auch ein Teil davon geworden. Also das ist so eine Behandlung für meine Ausschläge. Und dadurch, dass ich sie immer wieder auftrage, ist meine Haut einfach so top und ich bin so zufrieden und ich bin so glücklich, dass ich diese Creme gefunden habe. Dann habe ich mir schließlich dann auch die große Packung gekauft. Das hat sich für mich gelohnt. Das ist wirklich für Haut, die zu Neurodermitis neigt, bestens geeignet. Ich kann es euch nur ans Herz legen und deswegen ist es mein Favorit und wird auch in den nächsten Monaten dabei sein. Dann als nächstes kommen wir zu meinem Lieblingsnagellack und zwar ist es einmal Lovey Dovey von Essie. Was lustig ist, ich habe diesen Nagellack vor 3 Tagen aufgetragen, er ist nicht abgeblättert, ich habe geduscht, ich habe Haare gewaschen und so weiter und so fort. Und der Nagellack ist immer noch drauf, also ich weiß nicht, ob die Textur diesmal anders ist oder was auch immer, aber das ist noch nie der Fall gewesen bei einem Essie-Lack bei mir, dass er so lange hält. Die Farbe ist frühlingstauglich und überhaupt, die erinnert mich so wirklich an Frühjahr, Sommer und deswegen gehört sich allein schon deswegen in meine Favoriten, weil ich kann es kaum erwarten, bis der Frühling endlich da ist. Ihr merkt, ich ziehe mich eigentlich auch immer nur noch farbenfroh an und ja,
Der Frühling soll endlich kommen. Als nächstes habe ich hier einen Blush, den ich auch gerade trage. Ihr seht, hier ist es etwas glowy, aber ich habe trotzdem etwas Farbe drauf. Und ich trage den P2 Snow Kissed Fresh Glow Loose Blush in der Farbe Peachy Cheeks. Den habe ich euch in meinem Haul gezeigt. Ich bin begeistert. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe auch noch die zweite Farbe, also die dunklere Farbe, beziehungsweise so ein dunkleres Rosa. Und ich finde das super. Also dieses Produkt ist toll. Es hält wirklich den ganzen Tag auf meinen Wangen. Und dadurch, dass es auch so ein Mineralpuder ist, ist es wirklich so sehr schonend für die Haut. Und es lässt sich sehr, sehr schön verteilen und liegt sehr schön auf der Haut. Und ist sehr günstig. Also mein Favorit für diesen Monat. Definitiv. Dann zu meinem nächsten Favorit. Wenn es um Düfte geht, dann bin ich eigentlich sehr kritisch. Und ich habe eigentlich 5, 6 Düfte, die meine Lieblinge sind und gut ist. Und bis ich einen neuen Duft finde, ist es auch ein bisschen schwer und so weiter und so fort. Aber diesmal habe ich einen Frühjahrsduft für mich, Frühjahrsduft für mich entdeckt. Und zwar ist es Gucci Guilty Black. Der Duft, ich trage ihn gerade und ich könnte in diesem Duft baden. Der erinnert mich wirklich an Frühling, Blumen. Er ist fruchtig, aber trotzdem ein Ticken frisch. Also wenn er in meine Nase geht, dann fühle ich mich einfach so fresh, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich kann es euch nur mal empfehlen, an dem zu schnuppern. Oh mein Gott. Und der Männerduft riecht auch sehr, sehr gut. Sehr gut. Also ein Geschenketipp an euch, eventuell für Valentinstag. Gucci Guilty Black for Men oder Gucci Guilty Black for Women. Ich kann es euch nur empfehlen, Jungs oder Mädels. Diesmal haben die wirklich für beide Geschlechter einen sehr guten Duft gemacht und bin sehr zufrieden. Um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich auch noch einen anderen Favorit, den etwas anderen Favorit. Und zwar wollte ich euch zeigen, was ich in letzter Zeit immer auf meinem Handy... Ich trage das. Ich habe das eigentlich immer mit dabei. Im Training schaue ich mir immer die DVD von Beyoncé an, die Live in Roseland. Ach, das ist ja wieder total dreckig, mein Bildschirm. Aber hier habe ich einfach die DVD komplett drauf. Die habe ich mir damals auch von iTunes gekauft. Ihre ganzen Songs, ihr wisst ja, Beyoncé ist für mich eine absolute, die beste Entertainerin der Welt. Also beim Super Bowl, wir wollen ja davon nicht reden. Das war einfach genial. Also es war typisch Beyoncé. Sie toppt sich jedes Mal aufs Neueste. Mein absoluter Lieblingssong ist, Gott, welcher war das nochmal? Eigentlich habe ich zehntausende Songs von ihr, die mir gefallen. Aber was ich in letzter Zeit sehr gerne höre, ist One Plus One. That's all we'll have when the world is through. Cause baby we ain't got nothing without love. Oh, ich liebe den Song, den kann ich den ganzen Tag singen. Und ein sehr anspruchsvoller Song, wenn man den singen will, wirklich live, dann muss man sich auch gut aufwärmen. Ich war jetzt gerade nicht aufgewärmt und ich bin noch ein wenig erkältet, aber egal. Um euch einen kurzen Ausschnitt von meinem Lieblingssong vorzusingen, auch wenn er alt ist. Mein letzter Favorit für diesen Monat ist dieser Schal. Der ist so schön, ich liebe ihn, habe ich auch aus meinem letzten Haul. Und sehr farbenfroh, Frühlingsatmosphäre kommt auf in mir. Ich trage diesen Schal sehr gerne mit weißen Shirts, wirklich simplen Basic Shirts. Und der gibt diesem Outfit dann auch ein bisschen mehr Farbe und sieht alles sehr, sehr schön aus. Und wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, ich wünsche euch alles Gute für diese Woche noch. Ich bin wieder gesünder, sage ich jetzt mal so, nicht mehr so krank wie letztes Mal. Aber auch egal, mein Tag startet jetzt. Es ist relativ früh früh morgens. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch so lieb. Bye bye.